Viele von euch haben sich Ende des Monats einmal so ein Roundup gewünscht und da passt doch nichts besser als Top 10, die besten und die schlechtesten Filme im Januar 2016. Jeweils die Top 5 und Flop 5 habe ich mir rausgesucht. Starten wir mit den Flops des Januars. Auf der 5 habe ich da The Danish Girl. Hochambitionierte Story, preisgekrönte Darsteller und Regisseur. Da kann man doch eigentlich gar nicht viel falsch machen, sondern das riecht doch schon nach Meisterwerk. Ist es aber hier überhaupt nicht geworden, ist natürlich jetzt kein kompletter Reinfall, aber man hätte dieser ganzen Story viel mehr Platz und viel mehr Tiefe geben müssen. Und so ist es eigentlich nur ein ziemlich öder und langweilig, dafür aber schön gefilmt und gut ausgestatteter Film. Wie gesagt, wird nicht jetzt am Ende des Jahres in meiner Flop 10 landen, aber definitiv im Januar war es einer der schwächsten Filme. Auf der 4 habe ich Daddy's Home. Auch hier jetzt kein Totalausfall. Es gab durchaus einige Lacher und auch die Chemie zwischen Will Ferrell und Mark Wahlberg ist auf jeden Fall ein bisschen sehenswert. Leider schafft es der Film aber auch immer wieder richtig peinlich zu sein. Und so ist es eben keine Komödie geworden, bei der man sagt so, wow, auf jeden Fall ins Kino gehen. Sondern es gibt vereinzelte Lacher, aber das reicht meiner Meinung nach eben nicht, um ein richtiger Top-Film zu sein. Und er ist eben einer der schwächsten im Januar und deswegen hier auf der 4. Auf der 3 habe ich Point Break. Mit großen Bildern sollte dieser Flop aus den USA ein tolles Remake zu Gefährliche Brandung werden. Leider hat man mal völlig vergessen, dass man da ja auch noch Charaktere hat oder vielleicht auch eine Story und das ist einfach alles viel zu flach geworden. Die imposanten Bilder sind dazu aber nicht imposant genug, dass man jetzt sagt, so, wow, das habe ich noch nicht gesehen und dementsprechend war das auch ein sehr kostspieliger Flop. In Deutschland hat den auch quasi kein Mensch gesehen und deswegen auf der 3 Point Break. Auf der 2 habe ich die fünfte Welle, ist jetzt so das x-te dystopische Teenie-Franchise, was in die Kinos gekommen ist. Ist dabei an den meisten Stellen ziemlich öde und auch inspirationslos gefilmt. Dazu ist es eben wieder ein Weltuntergang und wir brauchen die Jugendlichen, um diesen abzuwenden. Ja, man gähnt mittlerweile schon nur, wenn man diese ersten beiden Zeilen hört und sowas auch bei dem Film. Ziemlich unspannend, eher peinliche Liebesgeschichte, wieder so ein Dreiecksding reingequetscht braucht. Kein Mensch, das sahen übrigens auch die Kinozuschauer in den USA, in Deutschland und weltweit so. Daher gehe ich davon aus, dass es keinen zweiten Teil gibt. Zu Recht. Und unsere Nummer 1 ist eine Fortsetzung, die ich auch schon nicht gebraucht habe. Und als ich dann Ride Along 2 gesehen hatte, wusste ich auch, okay, diesen Film braucht wirklich niemand. Komplett unlustig, sich eigentlich immer nur auf Kevin Hart verlassen, der aber in diesem Film eben auch überhaupt nichts reißt, außer eben nervig zu sein. So huhu, die nervige Quasselstrippe in einer klischee-überfrachteten Story, die irgendwie alles schon mal bringt, was man in irgendeiner Art und Weise schon gesehen hat. Und eben bei diesen Buddy-Komödien kommt es doch darauf an, dass gerade die Chemie zwischen diesen beiden Hauptdarstellern irgendwie stimmt. Hier ist es einfach immer nur Ice Cube guckt böse, er nervt, Ice Cube guckt böse, er nervt. Und wie gesagt, die Gags funktionieren in keinster Weise. Entsprechend, der größte Flop, den ich im Januar im Kino gesehen habe, war Ride Along 2. Jetzt kommen wir aber zu den positiven Filmen und da habe ich auf der 5 Creed. Von einem Boxfilm erwarte ich natürlich jetzt keine krasse Innovation, auch wenn man natürlich eine hätte reinbringen können. Aber hier überzeugen einfach die Darsteller, ob das jetzt Michael B. Jordan ist oder Sylvester Stallone, der hier sogar einen Oscar für gewinnen könnte als bester Nebendarsteller, erzeugt der Film durchaus einen sehr, sehr spannenden Sog. Und auch gerade die Physis von den Darstellern, insbesondere eben Michael B. Jordan, ist auf jeden Fall beeindruckend und durchaus nachvollziehbar, dass gerade Boxfilmfans diesen Film komplett abfeiern. Für mich gab es dann an einigen Stellen doch noch zu viele Klischees. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr starker Film auf Platz 5 im Januar 2016. Auf der 4 habe ich Anomalisa, ein sehr spezieller Film, wirklich sehr arthausig gedreht. Ist ja ein Stop-Motion-Film über einen sehr zurückhaltenden, beinahe schon depressiven Mann, der in einem Hotel wieder irgendwie die Liebe erfahren möchte, während er beruflich unterwegs ist. Also durchaus auch thematisch etwas depressiver. Also für Leute, denen es gerade allgemein schon nicht gut geht oder in einer traurigen Stimmung sind, ist von diesem Film auch eher abzuraten. Aber auch dieser Film hat eine sehr spezielle Atmosphäre, die durchaus fasziniert und an einigen Stellen leicht magisch ist und dementsprechend auf Platz 4 gelandet, Anomalisa. Auf der 3 habe ich ein schönes Liebesdrama. Brooklyn heißt der Film. Ist sehr schön altmodisch und klassisch geworden. Saoirse Ronan spielt hier wirklich sehr unaufgeregt, aber dennoch extrem überzeugend, wie eigentlich auch der komplett restliche Cast.
hier komplett überzeugen kann. Der Film geht fast 2 Stunden, aber die Zeit verfliegt wirklich wie im Fluge, weil er einfach schön erzählt ist und grundsätzlich auf den Punkt kommt und fast keine Längen hat. Das hat mich extrem überzeugt und ich würde gerne mehr solcher Liebesgeschichten im Kino sehen. Dann wäre dieses Genre nämlich gar nicht so, gerade bei den Männern, so klischeemäßig, Weiberfilm, überhaupt nicht, sondern genau solche Liebesfilme würde ich gerne mehr sehen. Auf der 2 habe ich The Big Short, ein gigantisch gut gespielter Börsenfilm. Hochintelligent, sehr komplex, an einigen Stellen vielleicht sogar zu komplex, wenn man ihn im Original schauen möchte. Nimmt sich aber auch immer wieder die Zeit, auf sehr amüsante Art und Weise diese ganze Börsencrash-Nummer für Laien zu erklären. Insgesamt nimmt er sowieso alles auseinander, was man auseinandernehmen kann in dieser Branche, also eben in der Börsen- bzw. Bankenbranche, und hat einfach einen Cast, da muss man niederknien und man muss diesen Film auf jeden Fall auch gesehen haben, im Oscar-Rennen mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Wörtchen mitzusprechen. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, ich empfehle ihn euch wärmstens, The Big Short. Und auf der 1 habe ich den absoluten Oscar-Favoriten aus diesem Jahr, nämlich The Revenant. Der hat wirklich sensationelle Bilder, also man möchte in diesen Bildern versinken und stellt sich einfach immer die Frage so, krass, wie haben die das gemacht, das ist wirklich fantastisch. Insgesamt auch sehr überzeugend gespielt, wenn auch die Story an einigen Stellen tatsächlich so ein paar kleine Lücken hat und man durchaus 20 bis 30 Minuten aus dem Film hätte streichen können, ist dieser Film aber in seiner visuellen Kraft einfach ein absolutes Highlight und für mich eben das, was Kino ausmacht, nämlich tolle visuelle Kraft, volle Bilder auf einer großen Leinwand zu sehen. Das gelingt hier mit The Revenant auf bestmögliche Art und Weise und deswegen auch mein Top 1 Film. Schreibt mir doch gerne eure Top 5 und eure Flop 5 oder wenn ihr weniger Filme eben gesehen habt, eure Top 3, Flop 3, was auch immer. Gerne in die Kommentare und wie ihr das jetzt seht, was ich dazu gesagt habe, würde mich freuen. Ansonsten gibt es unten links die letzte Folge von den Top 10 und unten rechts gibt es ein schönes Special von mir am Set von den wilden Kerlen. Da freuen sich auch die Leute draußen schon und hupen. In diesem Sinne, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen oben da, teilt das Video, ihr kennt dieses ganze Spielchen. Macht es gut und adieu.